man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Das Comeback, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Einfach Julians Block ist wieder am Start, Leute. Scheiße, Alter. Julians Block Weiberkram Nummer 5. Wurde das angekündigt? Nee, ne? Ey, ist so krass, Alter. Ich hab Julians Videos früher sehr, sehr gerne gesehen. Sowohl die Hate-Blogs als auch die Rap-Analysen, dann auch Weiberkram, RTL, dies, das. Ich habe ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass das für mich auch ein Stück weit eine Inspiration war, was Julian gemacht hat mit den Rap-Analysen, um dann halt auch mit YouTube anzufangen, ne? Also da bin ich mir auch nicht zu schade, dann auch den OGs da den Shoutout zu geben. Er war damals der, meiner Meinung nach, Erste, der das so gemacht hat. Und ich glaube, jeder, der heutzutage Deutschrap-Content macht, hat auf jeden Fall Julians Blog auch, ich will es nicht sagen als Vorbild, aber schon auch als eine gewisse Art von Inspiration genommen, ne? Aber ich fand auch die Sachen abseits von Deutschrap sehr, sehr lustig. Weiberkram unter anderem eine sehr, sehr schöne Reihe. Hat er da nicht ab und zu mal so in der Wendy geblättert oder sowas? Der ist ja irgendwelche irgendwelche Frauenzeitschriften genommen und dann da drin rumgeblättert und abgerantet, was da für ein Scheiß drin steht, ne? Julians Blog war der Pionierhack, muss man geben. Safe. Safe, genau, ja. Deswegen freue ich mich, dass Julians Blog hier ein neues Video gedroppt hat. Ah, Seelsorge war auch richtig geil, Digga. Ja, Digga, sind die noch online, die ganzen Videos, Digga? Müsste man eigentlich auch alles mal nachholen, ja, obwohl da teilweise auch Twitch-mäßig wir, glaube ich, an unsere Grenzen geraten, ja. Reuploads dann halt, ja, genau. Da müssen wir nochmal kurz vorher analysieren, was der Härtegrad ist. Ich bin auch gespannt, was der Härtegrad hier ist. Weiberkram ist, glaube ich, eins der, naja, doch softesten Formate, die er hatte. Im Vergleich zu anderen. Und schauen wir mal. Ich bin gespannt, Digga. Let's do it. Oh, dieses Intro. Alter. Nice, Alter. Ey, das ist absolutes Retro-Feeling hier, ja? Geil, Alter. Geil. Nostalgie pur, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. OG-Intro. Safe, 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 safe. Wer von euch hat den Julians Blog Gaming Kanal mal abgecheckt? Da macht er, glaube ich, auch seit Jahren nichts mehr aktiv. Aber da hat er so Games bewertet, so wie Resident Evil und so weiter. Richtig geil. Richtig geil, Alter. Super cool, Digga. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch leider, glaube ich, nur 10 Videos oder so. Der war richtig gut. Das war richtig nice. Also, wenn Julian hier nochmal so zurückkommt auf verschiedene Formate verstreut, könnte es was werden hier, ja? Ah, Video ist gut laut hier, ne? Das ist das Gegenteil vom Asche. Sie nannten den Knochenbrecher-Ding hier. Ich mach ein bisschen leiser hier. Lange ist es her. Einige Monde sind vergangen. Ja, ich sagte Monde und nicht Monate. Ich bin jetzt über 30 und über 30-Jährige müssen sich wie Spasten ausdrücken. Das ist Gesetz. Wie? Da klingt ja, also, nicht, dass ich ihm nicht gönnen würde, ja, aber Julians Blog klingt happy. Also gar nicht mehr so tief, ja, so basslastig, so sich auskotzend über die Menschheit, über die Gesellschaft, über die Rap-Szene, ja. Ja, so die Wut, ja, die Wut in seiner Stimme ist nicht mehr da. Nicht Monate. Ich bin jetzt über 30 und über 30-Jährige müssen sich wie Spasten ausdrücken, das ist Gesetz. Wie sollen sonst die Millennials sagen können, dass man cringe oder ein Boomer ist? Jedenfalls habe ich mich gefragt, was eigentlich so bei meinem Lieblingsmagazin... Die InTouch. Nice, Alter. ...Magazin abgeht. Der InTouch. Wir leben ja in einer Zeit, in der man sich fragen muss, warum Papier überhaupt noch existiert. Und deshalb starten wir einfach mal der Internetpräsenz einen Besuch ab, anstatt unnötig... Oh, InTouch hat eine Website. Nice. ...dich die Umwelt mit Altpapier zu belasten. Okay, Greta? Auf InTouch. Digga, warum ist der so brav? Jetzt wird hier noch bei Greta versucht, sich hochzulutschen, oder was? Was ist hier los, Alter? Die Umwelt mit Altpapier zu belasten. Okay, Greta? Ja, Greta wäre stolz auf den neuen Julian, ja? Auf intouch.wundervibe. intouch.wundervibe.de. Also wenn ich mal eine Website erstelle für mich, wird die auf jeden Fall auch heißen marvincalifornia.wundervibe.de. War das schon immer so? Nicht intouch.de, sondern intouch.wundervibe.de? Können wir uns jetzt auf den neuesten Stand bringen, was die wirklich wichtigen Dinge angeht, die... Oh, das ist ja eine Website, Alter, ja. Dass ich da noch nie drauf war. ...in der Welt so passieren. Heftige Attacke. Er schießt gegen Sender RTL. Bill Kaulitz. Mhm. Oh nein, auch das noch. Bitte nicht ausgerechnet gegen unseren Lieblingssender RTL.
Sender RTL wollte den Zuschauern die Osterzeit mit der Sendung die... Man könnte sagen, die Stimme hat sich verändert, aber ich glaube eher, das ist seine normale Stimme. Und die andere Stimme, die man so kannte, da hat er sich extra bosslastig ganz nach unten verstellt, ja, seine tiefe Stimme, die ganze Zeit reingesprochen, ja. Passion versüßen. Stars wie Alexander Klaas, Silla Sahin und Ella Endlich performten darin. Stars wie, also Alexander Klaas kenne ich, denn ich habe auch damals, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, weil es war damals ein Novum, DSDS, die erste Staffel geschaut, war sehr, sehr lustig, ne, mit Dieter Bohlen, wie er da die ganzen Leute weggequetscht hat. Das war schon damals revolutionär. Ich habe auch damals die erste Staffel Big Brother geschaut. Ne? So diese ganzen neuen Ereignisse schaut man auf jeden Fall auch mal rein, wenn was Neues am Start ist. Erste Staffel Ich bin ein Star, holt mich hier raus, hier Dschungelcamp. Ne? Da bin ich auch für Trash-TV ab und zu mal zu haben. Slatko und Jürgen, die beiden Legenden, ne? Damals mit großer Bruder. Ne, erst war, also Slatko wurde ja zuerst rausgewählt aus dem Big Brother Haus. Und dann kam Slatkos Nummer 1 Song, Ich vermisse dich wie die Hölle. Eins in den Chat, wer den kennt. Dann wurde auch irgendwann Jürgen rausgewählt. Dann haben Slatko und Jürgen ihre gemeinsame Collabo-Single Großer Bruder released und sind damit auch nochmal auf 1 gechallert. Zwei in den Chat, wer auch diesen Song kennt. Das ist mit 19 alles noch weiß, lieber Marvin. Ja, ich habe natürlich auch diverse Sachen dann streamingmäßig nachgeholt. On Demand. Ne? Da war ich ja, glaube ich, noch nicht geboren, wo Big Brother die erste Staffel rauskam. Und dann Big Brother, zweite Staffel, da war Christian mit dabei. Und Christian war ein richtiger Wichser. Ja. Also, Digga, der war schon echt grenzwertig. Der hat da alle weggefrontet, Digga. Ne? Der war lustig. Der hat dann auch einen Song rausgebracht. Der ist, glaube ich, auch auf 1 gechartet. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Ja. Der Nominator, richtig. Ja. Ja, crazy, crazy. Der Nominator. Ey. Das waren noch Zeiten, Digga. Aber gut, jetzt, wie sind wir darauf gekommen? Achso, wegen Alexander Klaas, ne? Der war ja der Gewinner von DSDS Staffel 1. Auf 2 war, glaube ich, Kübelböck, ne? Ich glaube, auf 2 ist der Kübelböck gelandet. Ach nee, Juliette Schoppmann. Ja, ja, Juliette Schoppmann. Ellie war später, aber Juliette war auch eine, Juliette ist die ich meine, so eine blonde Kurzhaarige. Die sah aus wie H.P. Baxter. Wie hieß sein Siegertitel? Jetzt an die ganz Alten unter euch. Wie ist sein Siegersong, der dann natürlich auch auf Platz 1 gechartet ist? Take me tonight, everything is possible. Der hat aber noch einen Hit gehabt danach. Free Like the Wind, genau. Ja. He is free, free like the wind. Das war doch zu so einem billig Abklatsch von Gladiator, so eine deutsche RTL-Produktion, die Gladiator so nachgemacht hat, ne? Digga. Ja. Scheiße, Digga. Ey, ist Wahnsinn, ne? Ja, irgendwie vergisst man sowas nicht, genau. Das ist schon krass, Digga. Damals war halt auch der Fokus so viel kleiner, weil man halt nur Fernsehen hatte, ne? Klar, es gab schon so Anzeichen vom Internet und so weiter, aber dass es so viele krasse Events auch online gibt und dass es sowas wie Twitch-Streams gibt, die dann auch irgendwie viel cooler werden als Fernsehen, das hatte man damals nicht. Ne? Und deswegen ist die Fülle der Erinnerungen, die man an diese Zeit hat, nicht so prall. Ne? Und deswegen erinnert man sich auch an vereinzelte Sachen. Die Jesus-Geschichte als modernes Musical mit deutschen Hits. Auch durch den Monsun von Tokyo Hotel stand auf dem Programm. Bill Kaulitz, Schmerzensgeld müssten wir kriegen. Bill Kaulitz will Schmerzensgeld dafür, dass RTL für die Passion durch den Monsun performt hat. Schmerzensgeld von RTL? Da hat wohl einer ein bisschen zu viel Julians Block gesuchtet. Denn durch den Konsum von Julians Block wird alles gut. Spritzei die Klum auf ihr Top. Prinz. Bisschen vom Humor her anders, als ich es erwartet habe. Harry und Herzogin Meghan, Trennung, sie sind mit ihren Träumen gescheitert. Prinz Harry und Herzogin Meghan, Trennung, sie sind mit ihren Träumen gescheitert. Ey Leute, ganz ehrlich, gibt es jemanden unter 60, der sich für das britische Königshaus, der sich für das Königshaus hier interessiert, Digga? Das habe ich noch nie verstanden. Auch damals hier Lady Diana, ne? Ich meine, klar, tragischer Tod wegen Paparazzis, die einfach verfolgt haben wie Sau. Ist natürlich mega traurig. Aber, also was,
was interessiert mich denn den ihr Liebesleben und den ihr Privatleben und welche Beziehungen sie pflegen und hegen und welche Beziehungen sie abbrechen? Warum sind die so interessant? Trennung, sie sind mit ihren Träumen gescheitert. Who gives a flying fuck, Alter? Ja? Ist es soweit? Haben sie sich getrennt? Hier bei Julians Blog erfahrt ihr es zuerst aus zweiter Hand. Es wird nicht ruhig bei Herzogin Meghan und Prinz Harry. Warum sollte es denn auch ruhig sein? Meghan ist ziemlich heiß und wenn Harry nicht 24/7 dafür Sorge trägt, dass man das Bett durch den ganzen Palast quietschen hört, dann würde ich ihn für einen ganz schönen Dulli halten. Nachdem die beiden... Dulli. Also ich glaube, Julian ist auf jeden Fall bedacht, eine Gratwanderung zwischen seinem alten Content und dem, was 2022 auf YouTube noch möglich ist zu fahren, ohne entmonetarisiert zu werden. Das werfe ich ihm auch gar nicht vor. Das ist jetzt keine Kritik. Das ist einfach nur eine Beobachtung anhand diverser Wörter, die er hier benutzt, wo ich mir denke, na, das hätte der alte Julians Blog aber auf jeden Fall ein bisschen anders ausgedrückt. Der britischen Krone den Rücken zugekehrt haben, scheinen sie nirgends richtig anzukommen. Während sie zuerst in Kanada ihr Glück als Wahlheimat probierten, ging es kurze Zeit später nach Kalifornien. Oh, ganz, ganz schlechte Entscheidung, ja. Doch auch im Sonnenstaat konnten die beiden bis jetzt nicht wirklich Fuß fassen. Folgt deswegen jetzt auch der Umzug nach New York, ganz nach dem Motto, neue Stadt. Oh, das hat für mich so die Verschischis-Vibe, ja. Also Bruder, who gives a fuck, Alter? Da sind jetzt hier der Prinz Harry und seine Meghan jetzt aus Great Britain nach Kanada gezogen, jetzt nach Kalifornien und jetzt nach New York. Okay. Neues Glück? Das klingt ja alles mega spannend und hochinteressant, aber war nicht von Trennung die Rede? Harry und Meghan planen einen Neuanfang. Wie nun eine Quelle gegenüber Globe berichtete, haben Meghan und Harry den Entschluss gefasst, die Trennung von Kalifornien voranzutreiben. Alter, stand da nicht gerade Harry und Meghan Trennung irgendwas? Ja, also da denkt natürlich hier jede Tussi, oh nein! Meghan und Harry, die waren so ein süßes Paar. Und jetzt trennen die sich, oh nein. Boah, das ist schon hart, Alter, ja. Das ist schon echt hart. Vor allen Dingen, es gibt auch Leute, die nicht draufklicken und dann einfach nur diese Information abspeichern. Und dann gehen sie auf den nächsten Kaffeekranz und tratschen an ihre Waschweib-Truppe, tratschen das weiter. Hast du da gehört? Der Harry und die Meghan, die haben sich getrennt? Nee, wo hast du denn das gelesen? Na, in der InTouch habe ich das gelesen. Ah, krass, okay, dann stimmt's ja wohl. Oh nein, die Trennung von Kalifornien. Die Überschrift ist ja kein bisschen irreführend. Es ist von Trennung die Rede und von gescheiterten Träumen, weil die beiden umziehen? Angeblich. Ja, man kennt's ja, ja. Man zieht nur um, wenn man seinen aktuellen Wohnsitz wirklich für die Hölle schlechthin hält. Ja. Soll es für das Paar von der Westküste an die Ostküste nach New York gehen, da sie in Los Angeles und Umgebung keine wirklichen Erfolge erzielen konnten. Was soll das bedeuten, keine wirklichen Erfolge? Sind nicht beide reich und arbeitslos? Was für Erfolge waren denn gemeint? Na, keine wirklichen Erfolge erzielen konnten, ist wahrscheinlich, ja, die Paparazzis haben sich nicht wirklich ausgiebig für sie interessiert. Es gibt in Los Angeles viel zu viele Berühmtheiten, die den ihr Spotlight dimmen, ne? Und dadurch fühlt man sich vielleicht auch im Superstar-Ego und im Fanboy und im Celebrity-Pärchen Feeling, ja, vielleicht auch ein bisschen gekränkt und unter Wert verkauft, ne? Dann denkt man sich vielleicht, okay, wir ziehen jetzt hier nach New York und da gibt's jetzt nicht die Kardashians und so weiter. Ein schönes Blumenbeet und das kalifornische Wetter war zu trocken dafür. Durch einen Insider heißt es nun, sie haben große Pläne, König und Königin der Stadt zu werden und da erfolgreich zu sein, wo sie in Hollywood kläglich versagt haben. Die Quelle ergänzt, es gibt einen Grund, warum sie nicht auf den wichtigsten Dinnerpartys und Events zu sehen sind. Und das heißt, es ist nicht ihre Wahl. Sie wurden zu den meisten dieser Events, bei denen Leute wie Tom Hanks und seine Ehefrau, die Spielbergs, die Obamas und andere Hollywood-Superstars zusammenkommen, nicht eingeladen. Und das hatten sie erwartet. Alter, wie kann man denn so drauf sein, ja? Wie kann man denn so drauf sein, Alter? Man zieht als Prinz Harry und Meghan, wie auch immer ihr Nachname ist, nach Los Angeles und erwartet, setzt voraus, dass Leute wie Steven Spielberg, Obama und Tom Hanks und die
Hollywood-Größen natürlich dann auch direkt bei ihren exklusiven Partys die Einladung natürlich reinschallern lassen, ja, bei der Familie Prinz Harry. Und dann passiert das nicht. Was macht man dann? Man ist zickig und zieht einfach ans andere Ende der USA und versucht es da nochmal. Hey, also mit solchen Leuten möchte ich nie zu tun haben, Digga. Ganz ehrlich. Boah, Digga. Ich habe ja auch schon so viel so von YouTuber-Partys gehört, ja, was da auch für Influencer-Spacken rumhängen und oberflächliche Tussis und alles drum und dran. Digga, nee. Nee, einfach nein. Alter, Abstand. Einfach alle Abstand, Digga. Autsch, ehrliche Worte, die zeigen, Harry und Meghan haben sich ihr Leben an der Westküste ganz anders vorgestellt. Ob die beiden wohl wirklich den Schritt in Richtung New York wagen? Wir können gespannt sein. Moment mal, der Umzug nach New York ist nicht mal eine Tatsache? Also wenn es keinen Umzug nach New York gibt, also keine in Anführungszeichen Trennung von Kalifornien und keine Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass der Insider hier ein bisschen übertreibt, ja. Das muss man natürlich auch sagen. Es gab jetzt kein Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Dass sie gesagt haben, wir müssen bei allen Partys draußen bleiben, deswegen ziehen wir nach New York. Tschüss, fick dich, Kalifornien. Tatsächliche Trennung ohne Anführungszeichen, dann besteht dieser ganze Artikel aus völlig aus der Luft gegriffenem Unsinn? Also das hätte ich von einem seriösen Magazin wie der InTouch jetzt nicht erwartet. Wenn man sich heutzutage nicht mal mehr auf die ehrlichen Worte eines anonymen Insiders verlassen kann, worauf kann man sich denn dann noch verlassen? André Mengold, jetzt lässt er die Bombe platzen. Was? André Mengold, jetzt lässt er die Bombe platzen. Indem man das erste Mal von ihm was hört, oder was? Wer zur Hölle ist das? Wer ist André Mengold? Ist ein Boxer, oder was? Lässt er die Bombe platzen. Wer? Sarah... Ja, Real Talk, Alter. Sarah Mangione und Bastian Bielendorfer. Da bin ich schon wieder überfragt hier, ja? Ja, es ist wahr, ich liebe ihn. Digga. Alter, könnten die aber auch gleich hier über Jesus berichten, ja? Mangione und Bastian Bielendorfer. Ja, es ist wahr. Ich liebe ihn. Wer? Alter, alles Fotos hier, ja? Aus der InTouch, Digga. Kenn ich nicht. Die sehen auf jeden Fall aus wie aus so einer Frauentausch-Episode hier. Aber natürlich kenn ich nicht. Sorry, ne? Null Punkte bisher hier. Z-Promis erraten ist absolut nicht meine Stärke. Kenn ich auch nicht. Krass. Oh, doch, hier. Ah, nicht Gina Lisa, die heißt so ähnlich. Sag das nicht. Julia. Ah, fuck. Die war auf jeden Fall auch schon. Die war bei Germany's Next Topmodel. War da mega die Zicke. Und hangelt sich jetzt von Reality-TV-Format zu Reality-TV-Format. Fuck, irgendwas mit G, ne? Georgina, danke. Georgina, ja, also eine kenne ich hier, ja. Oder war die bei Bachelor? War die Bachelor oder Germany's Next Topmodel? Ich glaube, die war beide sogar. Die beiden kenne ich hier wieder nicht. Digga, was sind das für Menschen, über die da in der InTouch berichtet wird, Digga? Und was sind das für Menschen, die intouch.wundervibe.de verfolgen? Doch, kenne ich. Luca Heni ist das. Der war, glaube ich, auch bei DSDS mal dabei. Jetzt habe ich mich gerade geoutet, dass ich doch nicht nur die erste Staffel geschaut habe, ne? Sehr komisches Rabbit Hole, in das wir gerade eintauchen hier, das ist richtig. Marvin ist da bekannter als die. Echt mal in touch, wo ist mein Artikel? Null. Sagt mir gar nichts hier, die beiden. Wer? Gutes Ende hier auf jeden Fall. Ey, geil, Alter, geil. Also, auch wenn es jetzt hier nicht komplett auf die Kacke gehauen hat, das Video fand ich trotzdem einfach schön zu sehen, dass Julian zurück ist. Ich hoffe, das nächste Video lässt nicht lange auf sich warten. Gibt's auf jeden Fall ein Däumchen für. Schauen wir mal, was da von ihm in Zukunft noch kommt, Alter.